toll. Vor allem nice. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von unserem fantastischen Tankstellen-Simulator, wo wir mal eben wieder ein paar Snacks auffüllen. Und Zeitschriften machen wir demnächst auch wieder. Das hier ist also noch voll. Ice Cream passt auch. Meine Stimme geht weg und wir haben ein bisschen Kapital, um zu überlegen, was wir nochmal nachbestellen. Wir brauchen, glaube ich, nochmal neue Räder, Reifen. Dies, das. Das sieht auf jeden Fall sehr gesund aus. Ich fürchte, da müssen wir nochmal ordentlich in die Tasche greifen, bevor wir dann einen weiteren Mitarbeiter einstellen können. Aber wir haben ja bald hier die ganzen Missionen erfüllt und sind dann wieder ein Level up. Kunde an Kasse und Madame ist wieder nicht da. Oh. Ah doch. Hat die jetzt Trinkgeld gekriegt? Na, guck mal. 32 von 40. Müssen wir mal drauf achten. So, zwei Reifen. Gut, dass wir nachbestellt haben. Und ein Lackentferner. Ein Lackentferner, genau. Wie das mit dem Motoröl geht, das weiß ich natürlich auch noch nicht. Sollen wir auch mal schauen. So. Säge. Da kommt jedenfalls die Lieferung. Können wir währenddessen ein bisschen wischen. Ganz schön hartnäckig. Dann mal eben Kraftstoff auffüllen. So. Aber ich glaube, das war eine ganz gute Idee. Weil jetzt müssen wir immer nur einmal hinrennen und kriegen quasi das Doppelte, wenn du so willst, ne? Das ist eine sehr, sehr blöde Rechnung eigentlich, aber ja, du weißt, was ich meine, denke ich. Gut. Eww, someone stinks! Oh, die kommt gar nicht hier rein, weil es so sauig ist. Okay. Ist mir auch neu. Gut, dann einmal den LKW entladen. Kerlo. Und dann geht es auch schon weiter mit der Geschichte hier. Oh, ich hab voll Bock auf Pommes. Ich glaube, wir machen heute einen Pommes. Richtig schön mit Mayo. Nein, ich habe noch so ein. Ich hab noch so ein Kräuterdip übrig. Ich hatte mir einen Dip gemacht aus Basilikum, Knoblauch, Ziegenfrischkäse, bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer. Und, was bei mir nicht fehlen darf, geräuchertes Paprikapulver. Beste Gewürz EU West. Ne? Kennt man ja. Und das jetzt zu den Pommes. Hm. So. Sassifi. Müll, Kraftstoff. Okay, dann machen wir. Einmal schnell den Kraftstoff, dann machen wir den Müll. Okay, wir machen den Kraftstoff nicht, weil wir keinen mehr haben. Das ist natürlich peinlich. Und das Geld dafür haben wir auch nicht mehr. Jetzt wird's spannend. So, Lieferung, Kraftstoff. Gut. Kraftstoff können wir nicht. Kunde an Kraftstoff, Kunde an Werkstatt können wir aber machen. Da kriegen wir da ein bisschen Geld rein. Achso, die kriegen noch einen Spiegel. Haben wir gleich keine Spiegel mehr.
So, jetzt hätten wir wieder Geld für Kraftstoff. Toll, Lady. Kraftstoff in Kasse. Gut, dann holen wir uns mal eben unser Trinkgeld. Da unten fliegt der Müllsack rum. Habt ihr gesehen? Der kommt nie wieder. Der ist für immer weg. Ja, aber so ist es halt, ne? Hast du Kacke am Schuh, hast du Kacke am Schuh. So. Hat hier irgendwo eine Donutbude aufgemacht oder was ist los, Jungs? Haben wir zwei Kunden am Kraftstoff, aber die Lieferung ist noch nicht da. Jetzt ist sie da. Mann. Wie schnell kann man den denn? Wie schnell ist denn der wieder voll, der Tank? Sehr schnell ist er wieder voll. Gut. Ja, da will ich auch meinen. Ich komme zu gar nichts. Jetzt hier am laufenden Bande was anderes. Zeitschriften sind keine mehr da. Ist das eigentlich so, dass... Hätten wir dafür auch einen Mitarbeiter möglichen, der das machen könnte? Weil wir wollen jetzt erstmal einen einstellen, der... der die Werkstatt bedienen kann. Wobei, da könnten wir sie ja auch hinschicken, ne? Dann gucken wir uns das mal an, was die da macht. Weil die hat ja da Level 1. Der Kassieren hat die ja Level 2. Was natürlich für uns bedeutet, wir müssen die ganze Zeit diese dämliche Kasse bedienen. Aber da haben wir wenigstens unsere Produkte im Griff hier. Getränke müssen wir nochmal nachbestellen. So, ja. Das wäre eine Option. Was müssen wir... Wir müssen dafür... Was müssen wir dafür erweitern? Einrichtung hier. Nee. Also Toiletten können wir verdoppeln. Weiß ich halt nicht. Aber weiterer Wohnwagen. Besetzte Wohnwagen 1 von 1. Braucht denn jeder Angestellte einen weiteren Wohnwagen? Du musst die Tankstelle aufrüsten. Ja, was denn? Was muss ich denn da aufrüsten? Oh, schönen guten Tag. Wenn die jetzt hier wäre, ne? Aber gut, wir kriegen ja auf jeden Fall schon mal die große, lange, lange Aufgabe voll heute. Sehr gut. Bringe die Tankstelle auf Level 4. Hinweis, du musst alle Herausforderungen abschließen, um die Aufrüstung freizuschalten. You are amazing.
Das dürfen wir natürlich nicht vergessen hier. Dankeschön. Ach so, Sprit ist auch wieder da. Dann müssen wir wieder am Rad drehen, weil der das ja irgendwie nicht kann. Bla 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 bla. Ja, und ich nehme an, dass wir die Kantstelle, ja. Dass wir zum Aufrüsten der Tankstelle auch noch jede Menge Geld brauchen. Danke. Ja, 1000 kostet das. Way to go, sozusagen. Ach so, ich muss die erst... Okay. So. Soll die das mal machen? Wie es rumspricht, dass die gut ist oder so? Ja, ich meine, gut, niemand ist so gut wie ich beim Reifenwechseln rumliegen lassen und... Die Werkstatt sieht ja wirklich aus wie so eine kleine Dealerhöhle, ne? Das soll ich schon sagen. So. So. Sehr gut. Ja, was ist denn jetzt mit der Tankstelle? Also mit der Werkstatt, wie läuft denn das? Da kam nämlich gerade ein Auto schon rausgefahren. Ich glaube, darüber verdienen wir dann letztlich unser Geld, ne? Es wäre super geil, wenn man das jetzt in den Statistiken sehen könnte. Wie kein Eis mehr. Ja, wir müssen hier mal kurz auf Sparflamme fahren, liebe Kunden. Kunst der Anstellung. Angestellte Statistiken. Aber wie viel wir wo verdienen, ne? Dass man das nicht sehen kann. Das ist echt blöd, muss ich sagen. Also da würde ich mir in der Tat wünschen, dass man das irgendwie besser sehen könnte. Tja, und wir sind auf dem Weg. Hoffentlich, gegebenenfalls, in naher Zeit. Wo sind die ganzen Kunden hin? Wir haben extra alles sauber gemacht. Was ist denn hier los? Ja, in naher Zeit, in Kürze. Können wir ein bisschen aufräumen. Ja, Level 4 zu erreichen, nicht schlecht. Wer hätte das gedacht, dass das nochmal was wert? Das war ja eine ziemlich umfangreiche Aufgabe, ne? Also wir hatten ja wirklich da... Oh, zweimal Kraftstoff. Ich eile. Und nichts in der Werkstatt. Ich guck dir mal, ne? Ob die was tut. So. So, ich kann leider nichts kaufen, Leute. Also, wenn jetzt irgendwas aus ist, tut's mir leid. Wir müssen die Tankstelle aufrüsten. Und zwar... Machen wir das in der nächsten Folge, denn in dieser schaffen wir das nicht mehr, glaube ich.
ist in der Werkstatt. Das gucken wir mal schnell. Und der Müll ist wieder voll. Es tut mir leid. So. Aha. So, und jetzt wie viel Geld? 50 hat sie gekostet. Das Motoröl hat 8 Euro gekostet. Habt ihr jetzt irgendwie gesehen, dass wir das verdient haben da dran? Ich nicht. Das wäre natürlich ärgerlich. Gut, also wie gesagt, in der nächsten Folge gibt es das große Update und dann vielleicht einen zweiten Mitarbeiter und überhaupt. Keine Ahnung, was die da in der Werkstatt macht, aber irgendwie weiß ich jetzt nicht, ob das Geld gegeben hat. Und das ist ja das, was mich eigentlich immer nur interessiert, ne? Gut, also bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.